Es herrscht komplettes Chaos. Das Staffelfinale von Haus des Geldes 3 hat die Handlung der Serie einmal auf den Kopf gestellt und uns mit einem riesigen Cliffhanger zurückgelassen. Wie kommt das Team aus der Nummer wieder raus und welche Rollen spielen die neuen Figuren für Teil 4? Die nächste Staffel wurde nämlich schon bestätigt und wir haben einige Theorien, die wir jetzt mit euch teilen wollen. Aber wie immer gilt, es kann und wird zu Spoilern zu allen drei Staffeln von Haus des Geldes kommen. Ihr seid hiermit gewarnt worden. Wenn ihr keine Videos mehr von uns verpassen wollt, abonniert uns doch und aktiviert die Glocke. Die Party kann losgehen. Nicht nur das Staffelfinale hat uns in Atem gehalten, eigentlich war die komplette dritte Staffel purer Stress. In den ersten beiden Teilen ging es zwar auch oft äußerst riskant zu und es gab sogar einige Tote. Trotzdem hatte man, oder zumindest wir, immer den Eindruck, am Ende irgendwie in Sicherheit zu sein. Man wusste, dass der Professor den ersten Plan jahrelang und bis ins kleinste Detail ausgearbeitet hat. Und spätestens nach den ersten paar genialen Ideen des Professors hatte man das Gefühl, die Gruppe könnte alles überwinden. Am Ende ging dann auch alles gut und alle Überlebenden der Gruppe konnten sich entspannt in den ewigen Urlaub aufmachen. Das hier ist die Karibik. Seit über 2 Jahren lebe ich wie in einem Liebesfilm. In Teil 3 kam dann aber alles anders. Wir haben ja schon in unserem Video zu Staffel 3 daran gezweifelt, dass der Professor in so kurzer Zeit einen ebenbürtigen Plan ausarbeiten kann. Und unsere Zweifel waren berechtigt. Die neue Operation läuft deutlich chaotischer als die erste, besonders am Ende. Nairobi wird übel angeschossen, Raquel wird festgenommen und die Gruppe bricht mit ihrem obersten Grundsatz. Sie haben sich geschworen, bei ihren Überfällen keine Menschen zu töten. Als Raquel bzw. Lissabon jedoch vermeintlich hingerichtet wird, verliert der Professor jegliche Zurückhaltung. Er ordert die Gruppe an, den Panzer der Regierung mit Raketenwerfern zu attackieren und nimmt dabei wissentlich Menschenleben in Kauf. Aber wie geht es jetzt weiter? Das Ende von Staffel 3 wirft zahlreiche Fragen auf und lässt vieles ungeklärt. Fahr zur Hölle! Gut. Die Unterstützung der Bevölkerung. Mit dem Einsatz von tödlicher Gewalt hat die Gruppe ihren Status als gewaltfreien Protest verloren und zu terroristischen Mitteln gegriffen. Dadurch rückt die Gruppe nun noch viel stärker ins Visier der Regierung und sie könnten sich die Gunst der Bevölkerung verspielt haben. In Staffel 3 sehen wir, dass immer mehr Menschen die Gruppe als moderne Robin Hoods sehen und sich auf ihre Seite gestellt haben. Sie protestieren gegen den Staat. Nun müssen wir abwarten, ob die Truppe diese Unterstützung verloren hat oder nicht. Raquels Festnahme. Außerdem hat der Professor in der neuen Inspektorin Alicia Sierra eine ebenbürtige und unberechenbare Gegnerin gefunden. Eine Schwangere, die Menschen foltert. Sogar die Äffchen in Madagaskar wissen jetzt, wer ich bin. Genau wie der Professor findet sie ungewöhnliche, wenn auch oft brutalere Wege, um ans Ziel zu kommen und spinnt aus verschiedenen Elementen ein Netz, aus dem es schließlich kein Entkommen mehr gibt. Noch schlimmer, mit der Festnahme von Lissabon hat sie den größten Trumpf gegen den Professor in der Hand, den sie beliebig ausspielen kann. Sie kann entscheiden, ob und wann der Professor erfahren soll, dass Raquel noch lebt. Bis jetzt geht der ja noch davon aus, dass sie tot ist. Sie haben Lissabon hingerichtet. Kritisch wird es auch für ein weiteres Mitglied des Teams, Nairobi. Seit der ersten Staffel wissen wir, dass sie einen Sohn hat. Der wurde ihr wegen ihrer Drogengeschäfte weggenommen und Nairobi wünscht sich nichts sehnlicher, als ihn wiederzusehen. Nun wissen wir, dass Alicia ihn hat und ihn als Druckmittel einsetzt. Im Staffelfinale tritt Nairobi ans Fenster, um sich davon zu überzeugen, dass Alicia die Wahrheit sagt. Das hat sie tatsächlich getan, nur leider gibt sie auch einen Schießbefehl auf Nairobi, die am Fenster steht und mitten in die Brust getroffen wird. Mein Kind. Frei zum Abschluss. Nairobi, weg da! Auch wenn wir natürlich darauf hoffen, die Wahrscheinlichkeit, dass Nairobi wirklich überlebt, ist ziemlich gering. In der Folge sehen wir, dass sie einfach schon zu viel Blut verloren hat. Außerdem scheint ihre Geschichte auserzählt. In Teil 3 hat sie wieder eine Führungsposition übernommen, Helsinki ihre Liebe gestanden und für die Gleichberechtigung der Geschlechter gesorgt. Außerdem hat sie ihr größtes Ziel aus den vorigen Staffeln erreicht. Sie hat endlich ihren Sohn wiedergesehen. Damit würde sie nicht nur in Frieden sterben, ihr Tod würde den Hass der Gruppe auf den Staat zusätzlich befeuern und ihnen einen Grund mehr geben, den Krieg fortzusetzen. Das ist kein Überfall mehr. Das ist ein Angriff gegen das System. Das ist Krieg. Hierbei stellt sich allerdings eine Frage, wie soll das funktionieren? Das Team sitzt in der Zentralbank wie in einer Mausefalle. Sie werden sicherlich erneut von außen angegriffen, können sich aber nicht lange verteidigen, besonders weil sie zuerst damit beschäftigt sein werden, Nairobi zu retten. Das Wohl des Teams steht schließlich bei allen immer noch an erster Stelle. Außerdem können sie erstmal nicht auf die direkte Unterstützung des Professors zählen. Der läuft ja am Ende der letzten Folge immer noch aufgelöst durch den Wald, in dem auch Raquel festgenommen wurde. Selbst wenn er
es unentdeckt herausschafft, muss er sich erstmal entfernen, um sicher wieder Kontakt aufnehmen zu können. Und das Wichtigste ist, hat er einen Notfallplan? Professor, kommen Sie zur Sache. An dieser Stelle könnte ein Charakter ins Spiel kommen, der in Teil 3 am Rande eingeführt wurde, aber keine große Rolle hatte. Berlins Freundin Tatjana. Die Konzertpianistin und Diebin lernen wir in Flashbacks kennen und Berlin ist da so verliebt, dass sie ihr einfach mal jeden Überfallplan erzählt. Sie weiß also über jedes Detail Bescheid. Jetzt ist die Frage, wie sie ihr Wissen nutzt und dafür gibt es zwei Möglichkeiten. Erstens, sie stellt sich auf die Seite von Alicia und dem Staat. Es könnte sein, dass sie den Ermittlern alles erzählt, was sie weiß, um vielleicht sogar einen Teil der ausgesetzten Belohnung abzusahnen. Eventuell hat sie das sogar bereits getan. Das würde erklären, wieso Alicia den Professor und den Rest der Gruppe derartig in der Tasche hat. Es gibt außerdem einige Theorien über die Beziehung zwischen Tatjana und Alicia. Einige Fans diskutieren schon über die auffällige Ähnlichkeit und eine mögliche Verwandtschaft. Es gibt sogar eine Theorie, dass beide ein und dieselbe Person sind. Dies ist von der Haarfarbe und Frisur zwar irgendwie naheliegend, allerdings wäre es schon ein großer Sprung von Diebin und Mitwisserin zur Leiterin der Polizei. Und der Professor hätte Tatjana bzw. Alicia definitiv wiedererkannt. Außerdem kennt Raquel Alicia aus dem Polizeistudium und hätte ein derartiges Doppelleben bestimmt aufgedeckt. Darum glauben wir eher an eine Verwandtschaft oder einfach einen Zufall. Das bringt uns zu Theorie 2. Zweitens. Tatjana hilft dem Professor. Verwandtschaft hin oder her, wir halten es für wahrscheinlicher, dass sich Tatjana auf die Seite des Professors schlagen wird. Dafür sprechen mehrere Dinge. Wir kennen ihren Charakter zwar nicht gut, allerdings können wir uns gut vorstellen, dass sie es vielleicht zu langweilig finden würde, einfach eine Belohnung abzusahnen. Sie wirkt eher so, als wenn sie genau wie die Gruppe Spaß an komplizierten Überfällen hat. Sie stiehlt Sachen und wie es aussieht, ist sie gut. Klaviere und Juwelen sind meine Spezialgebiete. Zudem wissen wir nicht, wie die Beziehung zwischen Berlin und Tatjana aussah und wie sie geendet ist. Berlin hat in Teil 1 und 2 zwar Ariadna zu einer Beziehung gezwungen, vielleicht hat er das aber auch gemacht, um über Tatjana hinwegzukommen. Es ist gut möglich, dass auch Tatjana noch sehr an ihm hängt und sich nun ebenfalls gegen den Staat stellt, um seinen Tod zu rächen. Das wäre natürlich äußerst praktisch für die Gruppe, denn sie würden eine Meisterdiebin an die Seite bekommen, die mit dem Plan vertraut ist. Doch wie kann sie als Figur in die Geschichte zurückkehren? Einerseits könnte sie den Professor am Anfang von Staffel 4 aus einer brenzligen Situation retten und dann eine Zusammenarbeit beginnen. Andererseits kann es sein, dass der Professor Tatjana von Anfang an eingeplant hat und jetzt der Moment kommt, wo sie als Joker zur Gruppe stößt. Hier gäbe es wieder eine Möglichkeit für Rückblenden, die wir in den vergangenen Staffeln regelmäßig sehen konnten. Diesmal könnten wir sehen, wie der Professor Tatjana instruiert. Donuts, Lakritz, Chupa Chups und diese Melonenkaugummis mit dem Prickelzeug drin. Wenn Tatjana die Arbeit des Geheimdienstes irgendwie verfolgt hat, weiß sie vielleicht sogar, dass Raquel noch am Leben ist. Das würde natürlich den Professor in einen Zwiespalt bringen. Schafft er es, gleichzeitig der Gruppe zu helfen und Raquel zu befreien, die möglicherweise sogar wie Rio gefoltert wird? Kann Tatjana Raquel helfen und dabei vielleicht sogar ihre Ähnlichkeit zu Alicia nutzen? Wir dürfen zudem einen anderen Charakter nicht vergessen. Marcel. Der spielt einen kleinen, aber entscheidenden Part beim neuen Überfall und seine Identität ist der Polizei nicht bekannt. Er könnte zusammen mit Tatjana und dem Professor versuchen, der Gruppe zu helfen, indem er von außen einen Fluchtweg ermöglicht oder sich sogar bei der Polizei einschleust. Apropos Polizei, es gibt noch eine andere Person bei der Polizei, die dem Team irgendwie helfen könnte. Angel. Der ist ja schon seit Ewigkeiten in Raquel verliebt. Es kann doch sein, dass seine Gefühle ihn in Teil 4 dazu bringen, die Polizei zu verraten und Raquel zu helfen. Ich würde dir auf den Fersen bleiben müssen. Na, das wäre ja nichts Neues. Am Ende fragen wir uns nur noch eine Sache. Wie zum Teufel soll es das Team aus der schwer bewachten Zentralbank schaffen? Eigentlich könnten sie bei diesem Teil des Plans auf keinen Fall improvisieren. Das würde auf jeden Fall schief gehen. Es gibt hier aber tatsächlich Hoffnung, dass der Professor dafür eine Antwort hat. Habt ihr euch auch gefragt, wieso Nairobi die Goldbarren zu kleinen Kügelchen verarbeiten lässt? Klar, dadurch sind sie deutlich einfacher aus der Bank zu bringen, aber eben auch deutlich einfacher zu verteilen. Wird es vielleicht eine ähnliche Aktion wie Plan Tschernobyl
geben, bei der die Goldkugeln in der Bevölkerung verteilt werden? So könnte man zum Beispiel von einer Flucht ablenken. Es ist ebenfalls möglich, dass Tatjana und Marcel die Bevölkerung von außen irgendwie überzeugen, ihr Vertrauen in die Bankräuber zu behalten und vielleicht auch die Polizei zu verwirren. Was zum Teufel ist das? Vielleicht kommt es aber auch komplett anders. Das Team wird vielleicht in der ersten Folge gefangen genommen und ins Gefängnis gebracht. Dann könnten wir zusehen, wie alle zusammen Prison Break-mäßig wieder ausbrechen. Los, geh mir Kaugummis kaufen. Was meint ihr? Glaubt ihr, dass Tatjana in Teil 4 eine größere Rolle bekommt? Was passiert mit Raquel und habt ihr noch mehr Theorien zur neuen Staffel? Schreibt's in die Kommentare, hier geht es zu mehr Videos.